Heinrich kommt uns besuchen. Möge Gott mit dir sein, Heinrich. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben zwei neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren. Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich. Wir konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet. Aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislavitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Faksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier... ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig... wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings ist die Silbermine der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppredelle! Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Merhoyet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Merhoyet und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Teinberg.
Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Wer hat angegriffen? Was weiß ich. Irgendwelche Banditen. Seit Skarlitz geplündert worden ist, treiben sie in der ganzen Provinz ihr Unwesen. Wie ich hörte, bissen die Schurken hier auf Granit. Zum Glück hat der junge Stroh sie schon früh erspäht und das ganze Dorf geweckt. Konnten sogar einen schnappen. Der liegt nun gefesselt bei Melichar. Aber dann kam diese Seuche. Habt ihr euch verteidigt? Und wie? Als Melichar den jungen Stroh plärren hat hören, hat er jedem eine Mistgabel oder einen Flegel in die Hand gedrückt. Dann haben wir diesen Bastarden aufgelauert. Gut gemacht. Wie ging es aus? Wir haben denen das Fell gegerbt, bis sie getürmt sind. Aber vorher haben sie Stroh arg zugerichtet. Der hat den Morgen nicht mehr erlebt. Wer sind Melicher und Stroh? Ach ja, du bist ja nicht von hier. Melicher ist jetzt der, der sich hier um alles kümmert. Vorher war das Smils Aufgabe, vom Neuhofer Gestüt. Aber die haben ihn abgemurkst, als der Hof überrannt wurde. Und der junge Stroh ist der Bursche von Andreas Stroh, einem hiesigen Holzfäller. Oder besser, er war es. Dafür haben die Banditen gesorgt. Sein Vater hat's nicht gut verkraftet. Wo finde ich Melicher? Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, sein Haus ist auf der linken Seite. Ich würde gerne mit Stroh reden. Ich verstehe. Wenn du beim Haupttor vom Stall stehst und über die Straße blickst, ist Strohs Haus das auf der rechten Seite. Ich suche nach Matthias, dem Stallburschen des Gestüts. Matthias? Die Briganten haben den armen Burschen erwischt. Er liegt verwundet im Gestüt. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichars Weib liegt krank da nieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder, mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. Danke, das wäre fürs Erste alles. Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Er nahm mich in seine Garnison auf. Heinrich, der Sohn des Schmieds im Dienste seiner Herrschaft. Wer hätte das gedacht? Ich hatte nicht so viel Glück. Wenigstens bist du nicht als Bettler geendet, wie die Hälfte der Skarlitzer im Ratei. Und ich wäre froh, wenn der gebrochene Arm und diese verfluchte Seuche nicht wären. Gott, Heinrich, es kommt mir vor, als wäre ich vom Unglück verfolgt. Das wird schon. Schlimmer kann's schließlich nicht werden. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Bist du in Ordnung? Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen?
Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Yep. Der alte Melichar gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melichar hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Ich verstehe ja, dass der alte Stroh Rache will, aber zuerst muss ich den Schurken verhören. Was danach geschieht, juckt mich nicht. Dann viel Glück. Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher, aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt, aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot. Dann wurden die anderen Tiere krank, eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb, der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen. Und den Leuten wird es gleich ergehen. Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus. Aber ich weiß, dass bei Melichar und Stroh jemand krank ist. Kann ich dich etwas über Merhujet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Wie ist Melichar so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melichar. Gott sei Dank war jemand fähig, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja. Wo wohnt dieser Melichar? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melichar wohnt in der linken. Bist du Melichar?
Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Es hat noch gar keine Kunde von der Seucherei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien. Wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert. Aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Verdammt!